1500 Mitglieder sind am Freitagabend im Audi Dome zusammengekommen. Der Grund: die Jahreshauptversammlung des FC Bayern München. Präsident Uli Hoeneß begrüßte die treuen Anhänger, Funktionäre und Verantwortliche. Dazu Sportdirektor Hasan Salihamidzic, wie auch die Profis Manuel Neuer und Franck Ribéry. Ein Jahr seit dem letzten Zusammenkommen ist vergangen. Die Bayern bejubeln sportlich die 5. Meisterschaft in Folge. Dazu flossen Tränen beim Abschied zweier ganz großer Spieler: Philipp Lahm und Xabi Alonso. Und aktuell in dieser Saison, die Bayern zu Beginn noch nicht ganz fein justiert, wie Hoeneß preisgibt. Es war die Nacht von Paris, die diesen Verein aufwachen hat lassen. In der Nacht noch hat der gesamte Vorstand und mit mir und Hasan Salihamidzic die Weichen gestellt für das, was wir jetzt in den letzten 6 Wochen erlebt haben. Die Nacht von Paris, das Comeback von Jupp Heynckes an der Seitenlinie, ein strategisch gelungener Schachzug, der die Bayern in kürzester Zeit wieder zurück in die Erfolgsspur gebracht hat. Jupp hat bis jetzt schon wieder etwas Außergewöhnliches erreicht. Und ich finde, wie er mit seiner Qualität, seinem Ehrgeiz, seiner Ruhe, seiner Erfahrung und vor allen Dingen auch mit seinem Wissen über Fußball und dem Blick für unsere Spieler innerhalb von so kurzer Zeit wieder alles auf Erfolg gestellt hat, ist für mich und denke für uns alle hier mehr als beeindruckend. Nicht nur das Herzstück, die Profimannschaft ist der FC Bayern München. Der deutsche Rekordmeister trumpft auch in anderen Sportarten des EVs auf. Mir san mir gilt für uns alle. Und dieser Anspruch, das ist der starke Grund, zusammen zu sein und zusammen zu halten. Großes Thema auf der Jahreshauptversammlung: der Bayern Campus. Seit Sommer mit Leben gefüllt. Gleichzeitig auch ein neuer Kostenpunkt. Denn der aufgenommene Kredit um das Nachwuchsleistungszentrum muss getilgt werden. Bei einem planmäßigen Verlauf, von dem wir ausgehen, wird das neue Nachwuchsleistungszentrum somit spätestens in 5 Jahren abbezahlt sein. Wir müssen auf Nachwuchsarbeit setzen, wir müssen neue Wege gehen mit diesem Nachwuchsleistungszentrum. Hermann Gerland und Jochen Sauer sind die richtigen Leute dafür. Ein fester Bestandteil der Bayern-Familie? Karl Hopfner. 33 Jahre hat er sich im Verein eingebracht. Höhepunkt: das Präsidentenamt von 2014 bis 2016. Für sein Engagement wurde er auf der Jahreshauptversammlung zum Ehrenmitglied ernannt. Zum Abschluss des Abends ist der Rekordmeister nochmal auf Rekordjagd, und zwar im Bereich der nackten Zahlen. 640,5 Millionen Euro Umsatz, das spricht für sich. Unser Ziel ist, das haben wir immer gesagt, die Maximierung des sportlichen Erfolges. Alles, was wir hier sehen an Zahlen, alles, was wir hier sehen an Erfolg auf der Einnahmenseite, hat eigentlich nur einen Sinn: möglichst viel Freiheit uns zu schaffen in unseren Lizenzspielerbereich, damit wir auch in Zukunft Pokale feiern können und damit auch in Zukunft die Listen, die dort alle stehen, noch länger werden. 2,5 Stunden purer FC Bayern. Auch die Allianz Arena kam noch als Thema auf den Tisch. So wird die Gestaltung derzeit mit dem Arbeitskreis Fandialog diskutiert. Der Abstimmungsprozess läuft. Die Entwürfe, die auf der Jahreshauptversammlung gezeigt wurden, dienen als Diskussionsgrundlage.